Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Let's Play Hand of Fate 2. Leute, ich bin motiviert, aber letzte Runde hat es beim Kaiser hier nicht so wirklich geklappt. Ne? Wir haben jetzt zwei Runs gemacht und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in eine andere Richtung und schauen mal, ob wir da ein bisschen weiterkommen, bevor wir jetzt uns wieder dem Kaiser widmen. Es geht darum, ein paar Tokens zu bekommen. Die Liebenden, wir haben keinen Begleiter frei. Ja, GG. Schütze Oswin vor seinem mörderischen Geliebten. Ah, alles klar. Alles klar. Okay, Begegnung. Wir nehmen natürlich... Achso, dürfen wir nicht, weil wir keinen Begleiter haben. Kartenzeichner. Achso, Metaclips können wir auch nicht. Wir können eine Platin-Karte nehmen. Wir nehmen natürlich das Geschenk des Ältesten. Freundlicher Gast wird... Wo ist denn die alte Lady? Die alte Lady ist auch immer gut. Da, alte Frau. Wir gönnen uns die Weggabelung. Und... Tempelgebete. Alles klar. Okay, und ja, passt. Wunderbar. Weiter. Ausrüstungskarten. 10 Stück. Ritters Zorn auf jeden Fall. Dann hätte ich, glaube ich, gerne das Bears. Ah, nee, guck mal. Da oben steht sogar eine Empfehlung, was wir mitnehmen sollen. Alles klar. Ich würde sagen, das passt so. Achso, ja. Vorräte. 2 Vorräte dürfen wir mitnehmen. Axt des Kriegers und 5 Nahrung. Okay. Die Frage ist, wann bekommen wir denn hier eine Marke? Aktiviere die Waffenfähigkeit 30 Mal, um diese Marke freizuschalten. Alles klar. Gegenschlag gegen Nordlinge aus. Okay. Nee, das ist glaube ich so besser. Okay, wir starten. Mensch, es hat aber lange gedauert heute, bevor wir reingehen ins Spiel. Aber wir kriegen das schön hin, Leute. Wir kriegen das schön hin. Devoted to its mysteries, plundering its secrets, crafting it anew for every foe who faced me. Oh Gott, es tut mir leid, Leute, meine Stimme ist heute noch nicht hundertprozentig da. Und so verliebten wir uns. Im Nachhinein denke ich, die Kartoffeln hätten gar nichts damit zu tun. Ich wollte einfach nur über ihre mehlige Schönheit sprechen. Alles klar. Vor 3 Monaten hat sie sich ein Kartoffelbauer namens Oswin angeschlossen. Oswin. Er hat sich beim Arm gepackt und hatte dir erklärt, seine Geliebte ihm den endgültigen Tod zuteil werden lassen sollte, wollte, wie auch immer. Damit sie bis in alle Ewigkeit zusammen sein konnten. Der verzweifelte Blick in seinen Augen soll versprechen, auf das magische Schwert seiner Familie brachten dich dazu, ihn zu begleiten. Ja, GG! Du bist jetzt mit ihm unterwegs zu seinem Dorf, wo er vor seiner allerliebsten Süßkartoffel sicher sein wird, wie er behauptet. Aha. Boah, knabbert an einer roten Kartoffel. Goldgeier. Könnten wir auf dem Weg nach Schottenhain einen Verwandten von mir besuchen? Ich habe gehört, eine Art explodierenden Ball gebaut hat. Ja, da müssen wir ja eh dran vorbei. Lol, nein, er hat jetzt auch 100 Gesundheitspunkte. Nein! Du reißt einen umgedrehten Karren, auf dem ein riesiger Holzklotz ruht. Da sind wir. Oswin klopft an den Wagen. Onkel, ich bin's, Oswin. Ein Goblin vergeblich bemüht sich als Mensch zu tarnen, hastet hinter dem Karren hervor. Du merkst, dass weder Oswin noch der Goblin überrascht aussehen. Aha. Oswin, mein Junge, bist du gekommen, um meine explodierenden Dingsters zu sehen? Bevor er irgendwas dazu kommt, zuzustimmen oder zu widersprechen, zieht der Goblin eine Bombe mit brennender Zündschnur aus seiner Robe, wirft sie in den Wald.
Die Bombe explodiert spektakulär, als sie einen Felsen aufschlägt. Aha. Vorsicht vor Monstern. Im Wald wimmelt es nur so von denen. Er stößt mit seinem Stab auf den Boden. Untote erscheinen aus einem wabernden Portal. What? Alles klar. Gummi schickt dir ein freundliches Lächeln, reicht dir eine Bombe. Er tätschelt Oswin den Arm und springt mit einem und top in das Portal. Alles klar. Unendlich nutzen. Alles klar. Heilige Bombe. Der Fraktion Untot 80 Schaden zufügt. Okay. Hä? Mächtiger Kampfgegenstand mit einer begrenzten Anzahl von Benutzungen. Nutzung unendlich. Alles klar. Das ist irgendwie widersprüchlich. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das mit der Bombe funktioniert. Das ist ja auch neu. Das hatten wir ja im letzten Spiel noch nicht. Aber ich denke mal, das wird uns sicherlich gleich erklärt. Oswin, seine Liebe für Kartoffeln ist ohnegleichen und unnachgiebig. Aha. Artefakt ist Q. Alles klar. Ah, fuck. Ach, wir müssen... Ah, wir müssen alle... Wir müssen alle Untoten mit dieser Bombe töten. Aber okay, gut. Lassen wir mal so dahingestellt. Aber ich glaube, wir haben ja jetzt schon zweimal das Ding aktiviert. Ich hoffe, das zählt jetzt zu dem Overall-Count dazu. Ich nehme das an mich, Oswins Onkel erscheint geräuschlos hinter dir, nimmt dir die seltsam verzauberte Bombe aus der Hand und ersetzt sie durch eine fast identische. Ah! The flimflam of holy men. Do with it as you will. Jetzt haben wir nur noch 3 Benutzungen. Alles klar. Oswin scheint von den Ereignissen völlig unbeeindruckt zu sein, besetzt deine Reise fort. Ja, GG, not the most reliable of companions, it would have to be said. Geweckt von Oswins gedämpften Schreien. Die Untoten umzingeln den Kartoffelbauern. Sie versuchen anscheinend, ihn zu entführen, aber das Ganze läuft sehr chaotisch ab. Dein Skelett beschiebt Stoffhetze in den Mund, während ein anderes wild mit einem Schwert herumfuchtelt. Ja. Triff dich ein rostiger Schild, deine Schläfe und du wirst ohnmächtig. Ja. Oswin ist verschwunden. Okay, Oswin in Nöten. Ja, da kommen wir hin. Ja, weiter, danke sehr. Nein! Ey, ja, gemischt Warenladen, danke sehr. Terrible things stand between you and your quest. Ja. Da sind einige, viele Skelette, aber ich denke mal, die sollten wir ja irgendwie kaputt kriegen. Hoffe ich zumindest. Weil es tut mir leid, ich muss zwischendurch mal ein Stück trinken. Sonst überlebe ich diese Aufnahmesession nicht. Wiedergänger. Schwach gegen heilig, ja, ich weiß. Au. Schon. Huh. Also ein paar von denen sind wieder aufgestockt. Ach guck mal, wir haben jetzt die Bombe auch hier am Gürtel baumeln. Das ist natürlich praktisch. Okay, Oswins Gesundheit liegt bei 78. Aber wir kriegen eine Ausrüstung dazu. Na immerhin.
Kardinalklinge oder Grenzbarbuta? Wir nehmen die Grenzbarbuta. Warum nicht? Gönnen wir uns etwas Gold und 4 Ruhm. Wunderbar. Schauen wir mal, der Taschendieb. Du triffst Merrick wie angewiesen am Platz. Er deutet auf einen Teppichhändler und sagt, der Vogt, erklärt er, seht euch das an und hört zu. Wenn der Herr Wind davon bekäme, dass ihr euren Steuern zurückliegt, gäbe es bestimmt Ärger, lässt der Vogt vernehmen. Allerdings gefällt mir dieser Teppich in der Tat. Besser, ihr gebt mir diesen Teppich, als eure ganzen Waren zu verlieren. Was haltet ihr davon? Ich liege nicht zurück. Das ist ein seltenes Meisterwerk aus dem Ostgürtel, antwortet der aufgeregte Händler. Während das Gezanke weitergeht, bemerkst du, dass der Beutel des Vogts frei herumbaumelt. Also seht ihr ihn. Ihr wisst, dass es nur dann wirklich ein Diebstahl ist, wenn man euch dabei erwischt. Ja, wir gönnen uns. So ist es recht, setzt er fort und denkt daran, es geht darum zu wissen, wann man aufhören muss. Jetzt seid ihr doch ganz fähig, braucht ihr da keinen Gedanken darüber. Aha. Hinter den Vogt, während du so tust, als ob du die ausgestellten Teppiche bewunderst. Er begleitet, während er immer noch falsch, lässt du deine Hand in seinen Beutel gleiten. Alles klar. Mehr stehlen. Jetzt haben wir halt eine Verletzungskarte dabei. Einer geht noch. Und... aha. Ich habe keinen Schutzengel, das ist das Problem, ne? Nein, und ich habe meine Beute fallen gelassen. Au. Ach, kann ich jetzt einfach sein lassen sollen? Mann, ärgerlich. Yay, aber immerhin. Meine Grenzbarbuta zeigt mir den komischen Ältesten hier. Yay. Use this, you will need fame. Ja, aber das reicht nicht. 8 Ruhm ist leider zu wenig. Dann gehen wir mal auf die nächste Ebene. Can you reach the end of this challenge before you starve to death? Time will tell. Ja, den Gemischtwarenladen, den können wir ja leider nicht mehr aufsuchen, ne? Schade. Ja, wir betreten den Jahrmarkt. Ausführen, finden, gehen, Vorräte kaufen, hau den Lukas Spiel. Erst Vorräte kaufen. 6 für 18 klingt gut. Etwas anderes tun. Hau den Lukas spielen. Etwas anderes tun. Ausführen, finden, gehen. Auswin versucht, eine Kartoffel in einen Sack zu stecken, der bereits zum Bersten voll ist. Er sieht auf und winkt dir zu. Du machst dir Sorgen wegen des Weges, der vor dir liegt. Alles klar. GG. Aber Leute! Friends will get you in trouble. There is a reason I prefer to travel alone. Yet here we are, making this journey together. Na, wenigstens ist er nicht ewig weg. Okay, Leute, aber was uns erwarten wird, wenn Auswin mal wieder entführt ist, das werden wir erst in der nächsten Episode erfahren. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz recht herzlich fürs Zuschalten. Hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da für mehr Hand of Fate. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut, bis dahin. Haut rein.